kann es sein, dass wir in der spannendsten Zeit überhaupt leben, aber gerade jetzt in dem Moment alles verlieren? Elektromobilität, künstliche Intelligenz, Amazon, Bitcoin. Die größten Unternehmen, die sind in den letzten 10 oder 20 Jahren entstanden. Die reichsten Menschen, die haben ihr Vermögen in den letzten 10 oder 20 Jahren angehäuft. Kann es sein, dass wir in der spannendsten Zeit, in der Zeit voller Chancen leben, aber dass wir vielleicht gar nicht diejenigen sind, die davon profitieren? Wir machen uns vor dem Event immer wirklich sehr, sehr viele Gedanken. Also wir wollen euch mit dem Event inspirieren. Wir überlegen ganz genau, welche Themen wir ansprechen. Wir überlegen, welche Referenten wir euch präsentieren. Steckt wirklich sehr, sehr viel Herzblut in diesem Event. Und das Ganze ist eine große Teamleistung. Und das alles wäre ohne die Partner nicht möglich. Und da sind wir wirklich sehr dankbar, auch den Partnern, die uns schon sehr lange dabei unterstützen, das Vertrauen schenken. DotSource, Hermes, Salesforce, Afterpay, Shopware. Vielen Dank an euch, dass ihr uns das möglich macht. Ihr wisst, also ich tausche mich ja regelmäßig mit euch aus. Ich bin Optimist. Also ich sehe immer die Chancen in den Themen, in den neuen Themen. E-Commerce, Amazon, Bitcoin. Ich versuche immer, für mich als Unternehmer oder als Investor die Chancen zu sehen und davon zu profitieren. Und auch mit Factor A, eine Wahnsinnsgeschichte. Also ich bin unglaublich dankbar auch, dass in der Konstellation mit Marc und Dominik, zwei absolute Vollblutunternehmer, es möglich war, mit dem Team dahinter innerhalb von 3 Jahren von 0 auf 100 Mitarbeitern zu kommen. Und ich bin mir sehr sicher, dass man, wenn man da rückblickend drauf guckt, jetzt auch nach der Übernahme von Depp, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass dieses Unternehmen die größte Agentur im Amazon-Kosmos der Welt wird. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich da ein Teil der Reise sein durfte. Und das alles wäre nicht möglich gewesen. Das wäre nicht möglich gewesen in einer anderen Zeit. Und deswegen habe ich auch im letzten Jahr hier das Event eröffnet und habe gesagt, früher war alles schlechter. Früher war wirklich alles schlechter. Die beste Zeit ist eigentlich jetzt. Das habe ich auch jetzt auf ein paar Vorträgen gesagt. Und um den Leuten halt Lust zu machen auf diese Zeit, in der sich alles verändert. Und das Feedback ist gar nicht so. Vielen Leuten geht es nämlich schlechter. Viele sagen, wenn das so ist, wie du sagst, wenn wirklich alles immer besser wird, warum sieht man das nicht bei den Kaufhäusern, bei den Elektronikmärkten, beim Buchhandel? Warum sieht man das nicht bei Versicherungen, bei Versandhändlern, bei Banken? Wenn man jetzt einen Banktermin hat oder wenn man in eine Bankfiliale reinkommt, ihr kennt das Bild. Also früher war die Bankausbildung ein Beruf mit Übernahmegarantie. Jetzt freut er sich richtig, weil da endlich jemand reinkommt. In ein Studium, in der Ausbildung. Warum haben wir das Gefühl, dass wir gar nicht genug vorbereitet sind auf diese Zeit? Wenn doch wirklich alles besser wird, Adrian, das habe ich als Optimist immer und dann habe ich diesen Dialog im Nachhinein, warum sieht man es nicht? Kann es denn eine Krise geben? Kann denn vielleicht eine Krise kommen? Vielleicht wird ja wirklich alles schlechter. Vielleicht geht es den Unternehmen gar nicht besser. Vielleicht ist es so, wie Ranga Yogeshwar, der hier auf der Bühne vor 3 Jahren gesagt hat, die Digitalisierung, die tendiert dazu, Monopole zu bilden. Die tendiert dazu, dass einige wenige gewinnen. Und vielleicht ist es ja wirklich so. Wenn man auf den Kapitalmarkt guckt, schauen wir uns einfach den Kapitalmarkt mal an. Also viele von euch haben wahrscheinlich Amazon-Aktien und gucken täglich drauf, wie diese Aktie steigt innerhalb des letzten Jahres um über 100%. Man merkt, das Kapital konzentriert sich auf einigen wenigen Gewinnern. Und wenn man jetzt weiterspinnen will, wenn man in einem Krisenszenario denken möchte, was ich nicht will eigentlich, dann könnte es sein, dass sich das Kapital weiter auf die Gewinner allokiert. Das würde aber bedeuten, dass jeder von uns, jeder Gründer, Unternehmer, Investor, jeder irgendwann zu Hause auf der Couch sitzt und sagt, warum mache ich das überhaupt, wenn ich 100% Rendite mit Amazon-Aktien machen kann im Jahr? Und wenn dieser Moment kommt, das könnte gefährlich sein. Weil dann verdient man auf einmal mit Arbeit weniger als mit Kapital. Wenn man jetzt negativ denken möchte, was nicht meine Art ist, aber dann könnte es passieren, dass wir noch viel größere Entlassungswellen sehen. Im Handel. In der Medienbranche, da ist der Kunde, Handel ist ein großer Kunde davon.
Und zwar, ich meine nicht die Medienbranche, die ihr meint, Amazon und Prime und Netflix, sondern ich meine die, die eh keiner mehr guckt. Es könnte viel, viel größere Entlassungen geben. Im Bankenbereich, nämlich genau da, wo derjenige auf den Kunden wartet. Oder in der Automobilbranche, genau da, wo jetzt gerade jede Menge Diesel vom Band laufen, die keiner mehr haben möchte. Wenn man so darüber nachdenkt, dann bekomme sogar ich als Optimist richtig Angst. Dann bekomme ich richtig Angst. Und Angst ist aber was Gutes. Es gibt zwei verschiedene Arten von Angst. Eine Angst, die blockiert dich. Das ist die Angst, etwas zu verlieren. Das ist die Angst, die du hast, wenn du auf einmal Kunden verlierst. Das ist die Angst, wo du nichts machst. Aber es gibt eine andere Angst. Und das ist die Angst, die du hast, wenn du etwas nicht erreichst. Wenn du Ziele dir gesetzt hast, die so hoch sind, dass du sie nicht erreichst. Das ist die Angst, etwas nicht zu schaffen. Und das haben Sportler. Deswegen bin ich mal so begeistert, hier auch Sportler einzuladen. Die setzen sich Ziele und haben eigentlich die Angst, es nicht zu schaffen. Und das habe ich auch. Also ich hab heute definitiv mehr Angst gehabt vor dieser Bienenzeit als vor der ersten. Weil dir viel mehr Leute sagen, easy, habt ihr schon 5-mal gemacht, alles klar, schaffst du. Aber dadurch kommt der Druck erst zustande. Dadurch hast du mehr Angst. Und das ist aber eine positive Angst, weil das ist die Angst, wo du was machen kannst. Das ist eine positive Angst. Und davon brauchen wir viel mehr. Ich glaube, wir brauchen viel größere Ziele. Wir müssen uns motivieren. Weil wenn es doch so ist, wie ich sage, wenn wir in der besten Zeit leben, dann gibt es da viel zu viele Dinge, die wir sehen, aber nicht besser machen. Vielleicht, weil wir nicht genug Mut haben. Vielleicht, weil wir die Angst haben, die uns blockiert, aber nicht die Angst, die uns Ziele setzt. Wir machen Dinge wie Click- und Collect-Strecken für ein Kaufhaus, bestellen aber selbst alles bei Amazon. Jeden Morgen stehen zigtausende gut ausgebildete deutsche Ingenieure auf, gucken in den Spiegel, putzen sich die Zähne, fahren mit dem Auto zur Arbeit und arbeiten an der Verbesserung des Diesels in Zeiten der Elektromobilität. Wir machen Essen, was nicht gesund ist. Wir legen Riegel in die Kassenzone, die wir unseren Kindern vielleicht gar nicht kaufen würden. Vielleicht fehlt uns der Mut, Sachen auch aufzuhören und Sachen neu zu starten. Und ich glaube, dass über Mut und über Angst niemand besser sprechen könnte als Reinhold Messner. Der hat schon mehrmals Situationen gehabt, in der er Angst gehabt hat, Angst um sein Leben, und hat die überwunden. Und deswegen haben wir ihn auch ausgewählt. Und ich glaube aber wirklich, dass jetzt die beste Zeit ist, etwas zu verändern als Unternehmer, als Teilnehmer dieser Gesellschaft. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass wir Unternehmer wie Lena von Selo heute hier sprechen hören, dass wir Robert von Hafervoll heute hier sprechen hören und Max, da wo es nur Brot gibt, der auch draußen das Brot schon aufgestellt hat, freue ich mich, dass wir drei Unternehmer dabei haben, die eine ganz starke Motivation haben, warum sie etwas machen, weil sie etwas besser machen wollen. Und genau das ist auch, glaube ich, der Weg. Und auch Einhornkondome hatten wir hier auf der Bühne vor 3 oder 4 Jahren, Philipp Siefer. Und damals ist er durchgestartet. Damit hat er gerade angefangen, mit dieser verrückten Idee in einem Kondommarkt, der mit zwei große Marktteilnehmer aufgeteilt ist, mit einem nachhaltigen Produkt reinzugehen, was 2 oder 3-mal so teuer ist. Und hat es geschafft. Vielleicht sollten wir alle weniger Angst haben, etwas zu verlieren und mehr Angst, Ziele nicht zu erreichen. Vielleicht sollten wir alle mehr Motivation haben, Dinge, wo wir sehen, dass sie wirklich falsch laufen, diese auch wirklich zu verbessern. Oder zumindest Geld bereitstellen für die Leute, die ins Risiko gehen, um das zu tun. Persönlich investiere sowieso nur in Unternehmen, wo der Inhaber auch selber der Chef ist. Glücklicherweise ist das bei Amazon so. Und auch bei Google und auch bei Facebook. Und ich glaube, dass wir viel größer denken dürfen. Viel größer. Das habe ich bei Factor A gelernt, das habe ich von Marc und Dominik gelernt. Gemeinsam, große Denken ist eine unglaublich starke Waffe. Und darüber wird Dago Sigonsen heute sprechen, der dieses unglaublich starke Team, dieses Handballteam geformt hat, mit dem Deutschland den Europameistertitel geholt hat. Können wir in dieser Zeit, genau in dieser Zeit, alles verlieren? Ich glaube, ja, die Skeptiker haben recht, die Kritiker haben recht. Aber es ist jetzt die beste Zeit, das besser zu machen. Und deswegen mache ich auch so viel. Deswegen mache ich so viel gleichzeitig. Vorträge, Beratung, Connect E-Commerce, Factor A, dieses Event. Weil ich glaube, wir als Personen, die in dieser Zeit leben, wir haben nicht nur die Chancen der Digitalisierung, sondern wir haben auch die Verantwortung, diese Chancen zu nutzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß. Wir wollen euch mit dem Event inspirieren. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich die Ehre habe, wie bei dem ersten Event, Kai anzumoderieren, weil Kai ist derjenige, mit dem ich
genau über solche Themen, wie ich sie jetzt mit euch besprochen habe, sehr viel diskutiere. Und er ist auch der Einzige, wo ich mich richtig freue, wenn ich falsch liege, weil ich mich freue für ihn, dass er mit seiner Prognose dann richtig liegt. Wie zum Beispiel, ihr wisst es, dieses ewige Duell, aber Amazon hat jetzt Ladengeschäfte, da lag er richtig. Viel Spaß mit Kai Hudetz und danke für eure Aufmerksamkeit.